L'inaspettato pari del Bayern col Colonia ha surriscaldato più del dovuto l'ambiente in casa bavarese in vista della gara di ritorno di Champions con la Fiorentina, come testimonia la non risposta del presidente del club bavarese Uli Hoeneß. Ich gebe keine Auskünfte über die aktuelle Situation, das ist nicht Aufgabe des Präsidenten. Ja? Okay. Se Hoeneß non vuole rilasciare dichiarazioni, al contrario il giovane attaccante Thomas Müller parla sottolineando come il Bayern andrà a Firenze per vincere. Natürlich haben wir einen ganz leichten Vorteil fürs Rückspiel, aber ich denke, wir sind immer in der Lage, auch ein Spiel zu gewinnen und wir haben keine Angst, da in Florenz aufzutreten. Wir werden da hinfahren, um weiterzukommen in der zweiten Runde. Più cauto Bastian Schweinsteiger, che oltre a parlare della sfida di Champions con la Fiorentina, ribadisce come le voci sul suo eventuale trasferimento per il prossimo anno in Italia siano infondate. Ja, ich meine, es ist natürlich eine andere Partie, immer gegen eine Mannschaft, die doch mehr fürs Spiel tut als wir gegen Köln. Aber wir müssen sehr konzentriert sein, wachsam sein und wenn wir kein Gegentor kassieren, dann sind wir auch weiter. Jetzt nicht, also ich habe ja mein Vertrag dauert hier noch ein bisschen und ich bin eigentlich sehr froh hier zu spielen und man weiß nie, was später mal passiert. Schauen wir mal.